Die Unterlagen von LCL dupierst du am besten im ganzen Zimmer, denn die Frau vom Jugendamt soll noch nicht mitkriegen, dass ich Job und Kind perfekt unter einen Hut bringe. Das heißt drapieren. Was? Na, vergiss es. Ich finde, du hast ganze Arbeit geleistet. Oh. Ja, wir wissen ja nicht, wann die Frau vom Jugendamt hier reinschneidet. Ob heute, morgen, nächste Woche. Und deswegen muss es am besten immer so aussehen, als ob wir hier zusammen wohnen. Tut es. Es ist richtig gemütlich. Schön, dass es dir gefällt. Aber du schläfst schon noch drüben, ne? Natürlich. Ich hoffe, sie kauft uns ab, dass wir ein richtiges Paar sind. Ich denke schon. Und dann kannst du Maximilian adoptieren und wir sind eine richtige Familie. Da freue ich mich schon drauf. Du. Das dauert aber noch, bis Maximilian läuft. Sag mal, nimmst du die Sache hier eigentlich ernst? Die Frau vom Jugendamt hat gesagt, dass sie überprüfen muss, ob Maximilian in gesicherten Verhältnissen groß wird. Ich glaube, du nimmst das ein bisschen zu wörtlich. Es ist doch egal. Hauptsache, die Frau vom Jugendamt schreibt in ihr Gutachten, dass wir gute Mütter sind. Ich finde das toll, wie du dich hier reinhängst. Ich denke eben mit. Allerdings, also, es ist ja klar, dass ich hier die Frau in der Beziehung bin und deswegen müssen wir dich noch ein bisschen umstylen. Ja, was ist das? Deine neue Garderobe. Ist nicht dein Ernst. Och, und ich habe auch schon einen Friseurtermin ausgemacht und ich glaube, kurze rote Haare würden dir super stehen. Fass mich nicht an. Wer ist jetzt hier die Frau? Wir können gerne tauschen. Darum geht es mir doch gar nicht. Weißt du, ich denke hier an alles und du machst einfach nur auf beleidigte Leberwurst. Ich habe einfach keine Lust, mich optisch zu verändern. Ach, ich habe mich doch auch extra umgezogen fürs Jugendamt, nur weil du es wolltest. Mit ein paar Stunden und du sahst immer noch aus wie eine Leuchtreklame. Danke. Ich kann ja wohl alles tragen. Ich aber nicht. Und vor allen Dingen nicht diesen Holzfäller-Look. Ja, aber irgendjemand muss doch in unserer Beziehung den männlichen Part übernehmen. Und ich kann das ja offensichtlich nicht tun. Natürlich nicht. Aber du raffst auch einfach nicht, dass Lesben heutzutage nicht mehr aussehen, wie du das aus deinen Zeichentrickfilmen kennst. Aber es weiß doch jeder, dass es in einer Homo-Beziehung einen männlichen und einen weiblichen Part gibt. Wer sagt das denn? Ja. Jeder. Ja, gut. Dann rufe ich jetzt Marlene und Rebecca an und die werden dir bestätigen, dass das nicht stimmt. Da, da, da. Das ist der Basic Look. Den kann man natürlich jederzeit aufpeppen. Ich habe ganz, ganz viele Accessoires gekauft. Könnt ihr bitte Jessica sagen, dass das eine Schnapsidee ist? Oh nee, du, ich habe bestimmt noch den einen oder anderen Tipp. Hast du nicht eine Auszeit? Habt ihr nicht was Besseres zu tun? Nö, nee, du, ich helf wirklich gerne. Dana, jetzt zick hier mal nicht so rum, ich hab nicht ewig Zeit, ja? Ich muss noch die ganzen Unterlagen für mein Homeoffice holen. Das hier noch? Das ist doch total autistisch. Authentisch. Ja, meinte ich doch. Und, sag mal, hast du vielleicht noch so eine Baseballkappe oder so? Nee. Aber ich habe ein Beanie aus Stoff. Ist sowieso viel hipper. Ja. Und an was für Schuhe hast du gedacht? Pumps. Quatsch. Nein. Das ist viel, viel Besseres. Hier? Vergiss es. Das ist doch super. Jetzt fehlt noch der Kurzhaarschnitt. Hast du noch einen Filzstift? Wozu das denn? Naja, es fehlt noch das Tüpfelchen auf dem I. Und? Super. Und jetzt würde ich Dana noch so einen Schnauzer malen. Okay. Jessica, das war ein Witz. Sehr witzig. Entschuldigt mir das, aber im Ernst jetzt. Ich meine, das ist ja wirklich süß, wie viel Mühe du dir gibst. Aber damit eure Beziehung authentisch wirkt, dann musst du Dana doch nicht umstylen, oder? Aber einer von uns muss doch den Mann geben. Ach Quatsch, das ist totales Klischee. Oder hast du Marlene schon mal mit Krawatte gesehen? Kannst du die Sachen dann noch umtauschen? Ja, ich bin ja nicht ganz doof. Tut mir leid, ich wollte dich nur ein bisschen foppen.
Vielleicht seid ihr auch Ausnahmelesben, man merkt das nicht. Jetzt sei doch nicht beleidigt. Es ist nur, dass diese Vorurteile wahnsinnig nerven. Warum denkt jeder Hetero, dass in einer Beziehung zwischen zwei Frauen ein Mann sein muss? Ja, oder dass man Lesben an ihrer Kleidung erkennt. Ja, bei mir denkt man ja auch immer gleich, blond heißt blöd. Ich hab's nur nicht so mit Fremdwörtern. Dafür bist du voll autistisch. Wie machen wir das jetzt mit der Frau vom Jugendamt? Wenn die nicht denkt, dass wir ein Paar sind, dann können wir das mit der Adoption knicken. Wir kriegen das schon hin für Maxine. Vielleicht müsst ihr euch ja auch gar nicht verstellen. Aber ich bin nicht lesbisch. Ich weiß. Aber ihr geht so vertraut miteinander um, die Frau vom Jugendamt wird keine Sekunde daran zweifeln, dass ihr zusammen seid. Ja, ich finde, Marlene hat recht. Ihr streitet euch wie ein Paar, ihr versöhnt euch wie ein Paar, ihr wirkt wie ein Paar, ihr seid ein Paar. Dauert das nicht zu lange. Nach der Modenschau habe ich einen riesen Hunger. Das ist keine Disziplin. Sag mal, und das Jugendamt kommt jetzt wirklich einmal die Woche zu euch? Ja. Vermutlich sogar für die nächsten 2 Jahre. Was? Was wollen die denn alles überprüfen? Naja, gestern haben wir uns erstmal nur mit der Frau getroffen und sie hat direkt gefragt, wer der Vater des Kindes ist. Ups. Kannst du laut sagen. Mega ups. Was habt ihr gesagt? Vater unbekannt. Ich meine, das fällt doch sofort auf. Ich meine, jeder weiß doch, dass Hagen der Vater von Jessicas Baby ist. Naja, und außerdem brauchen wir nur einen von euren tratschigen Mitbewohnern fragen. Und was macht ihr dann? So ehrlich gesagt wissen wir das auch noch nicht so genau. Naja, eigentlich ist es ganz einfach. Wir müssen nur unsere Version ein bisschen abändern. Du warst zwar mit Hagen verheiratet, aber wir hatten alle miteinander wilde Liebe zu dritt. Vergiss es. So ähnlich war's doch. Das war jetzt nicht so gut, sorry. Naja. Also in erster Linie wollen die ja nur sicher gehen, dass Max jetzt in einer stabilen, familiären Situation aufwächst. Und wie sieht das jetzt aus? Dein Mann stirbt und du bist lesbisch? Ja gut, vielleicht nicht so stabil. Also ich denke schon, dass es besser ist, wenn du denen sagst, dass du dich einfach in mich verliebt hast. Und dass das auch schon so war, als du mit Hagen noch zusammen warst. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du brauchst jetzt ein bisschen moralische Unterstützung. Ich wünsche mir jeden Tag, dass er noch ein Leben ist. Ich wünsche mir, dass er einfach da ist und dass er neben mir liegt. Ich weiß. Es ist so verdammt schwer loszulassen. Und jetzt soll ich unsere Liebe einfach so durch den Dreck ziehen? Was ist denn dabei, wenn sie halt sagt, dass sie Hagen... Ich meine, das ist doch nur Theorie. Die Ehe mit Hagen, die ist ja eben heilig. Ich meine, sie hat kapiert, dass Hagen tot ist. Warum ist es ihr denn so wichtig, was irgendeine Jugendamtstante denkt? Vielleicht hat sie ja das Gefühl, dass sie Hagen sonst irgendwie verrät. Die Adoption scheint ja jedenfalls sehr wichtig zu sein. Ja, sie will endlich eine richtige Familie haben. Bei ihr lief es damals nicht so gut und sie will, dass Maximilian es besser hat. Ja, aber denkst du nicht, dass du dich so gerade deshalb über deinen Schatten springen kannst? Na toll, Dana und Hagen. Immer dreht sich alles um die, aber was ich dabei denke, interessiert niemanden. Okay, ich muss zwar eigentlich zur Anprobe, aber wie geht's dir mit der Sache? Schlecht. Alle Typen denken, ich bin lesbisch und ich will nicht als Nonne enden. Ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Seit meiner Verlobung wurde ich nicht mehr angebaggert. Ja, das könnte auch daran liegen, dass du Dana den Antrag in aller Öffentlichkeit mitten im No Limits gemacht hast. Das sollte doch echt wirken. Ich will so schnell wie möglich offiziell Maximilians Mutter werden. Aber ich kann Hagen nicht verraten. Es geht einfach nicht. Dana, du weißt, wie groß deine Liebe zu Hagen ist. Deine Familie weiß es. Meine Freunde wissen es. Was interessiert dich da, was das Jugendamt denkt? Hagen hätte es so gewollt. Du tust es für seinen Sohn. Und ich frage Sie, Dana Wolf, ist es Ihr freier Wille, mit dem hier anwesenden Hagen von Lahnstein die Ehe einzugehen? Ja. Ich brauche mich zu Mama. Ich will ja heute nicht.
endlich bist du wach. Du hast schon den ganzen Tag verschlafen, wie die Mama 1. Die braucht auch immer ihren Schönheitsschlaf. Aber du hast auch echt was verpasst. Die Mama, die wollte mich heute zum echten Kerl machen. Mit Holzfällerhemd und Schnürstiefeln. Ja, ich gebe zu, das war jetzt vielleicht nicht eine meiner besten Ideen. Das ist ja nur gut gemeint. Sagen wir mal ehrlich. Ich sehe zwar besser aus als du, aber du hast eindeutig mehr an der Birne. Wie kommst du jetzt darauf? Ich habe nachgedacht. Und wir müssen wirklich zurück zur Wahrheit. Ja, das stimmt. Wir lügen zu viel. Ich will das nicht und ich will nicht, dass der Kleine mit 1000 Lügen aufwächst. Ich auch nicht. Aber das heißt, dass wir jetzt das Ganze lassen? Vielleicht können wir ja einfach ein bisschen weniger lügen. Vielleicht. Ich lebe nämlich wirklich gern mit dir zusammen. Ich auch mit dir. Wir sind sowas von stabil. Ey, verdammt, so stabil war ich noch nie. Und das Wichtigste ist doch, dass du Mama 2 bist, oder? Ja, eigentlich stimmt alles. Es stimmt wirklich alles, nur das mit uns stimmt nicht. Also nur eine ganz, ganz kleine Lüge. Aber jetzt müssen wir uns nur noch auf eine Geschichte fürs Jugendamt einigen. Okay, also die Wahrheit. Hast nichts als die Wahrheit. Hagen und du, ihr hattet einen One-Night-Stand. Sowas passiert unter guten Freunden. Und wir drei sind schon seit Jahren gute Freunde. Ja, genau. Und dann haben wir uns einfach entschlossen, das Kind zu dritt großzuziehen. Und nach Hagens Tod waren wir füreinander da. Und dann kam eins zum anderen und rumsdibums. Alles wahr? Bis auf das rumsdibums. Okay. Und jetzt die Details? Ja, also, wie und wann hast du dich in mich verliebt? Das war, als Hagen vermisst wurde. Das war eine schreckliche Zeit und du warst für mich da. Ja. Irgendjemand musste sich ja um dich kümmern. Genau. Und eines Abends standst du im sexy Negligé vor mir und ich dachte so, wow, bam. Das Nachthemd war schuld. Ich weiß zwar, dass ich rattenscharfe Outfits habe, aber wir brauchen eine bisschen glaubhaftere Geschichte, Dana. Okay. Naja, also du warst für mich da und eines Tages wurde aus Freundschaft Liebe. Okay. Und wir zwei sind jetzt ungefähr seit 2 Monaten zusammen. Genau. Und Maxi und du, ihr seid die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und ich will den Rest meines Lebens mit euch verbringen. Oh, das war die schönste Nicht-Liebeserklärung, die ich je bekommen habe. Ja, dann müssen wir das jetzt nur noch dem Jugendamt so erklären. Ja, das mit Hagen, das müssen die eben schlucken. Da haben die halt was falsch verstanden. Maxi, du und ich. Wir sind die Wahrheit. Ja, dürfen meine Boxershorts und ich jetzt diese Nacht bei euch schlafen? Sag mal, spinnst du? In dein Bett kommt nur Maxi oder mein nächster One-Night-Stand. Schade.